Ja, hallo, mein Name ist Tim Wallraff. Ich möchte Bürgermeister in Dormagen werden für Bündnis 90 Die Grünen und natürlich für Dormagen. Wenn man mich fragt, warum willst du das, dann kann ich das in einem ganz knappen Statement zusammenfassen. Es soll mehr Nachhaltigkeit in Dormagen geben und das hat drei Komponenten. Das hat ökologische, das hat soziale und ökonomische Komponenten. Im ökologischen Bereich kann man das meines Erachtens sehr einfach zusammenfassen: Die Verwaltung muss endlich nachhaltiger denken. Und das heißt, dass alle Entscheidungen, die in der Verwaltung angegangen werden, immer auch den Klimaschutz einbeziehen müssen, berücksichtigen müssen und auch gegenüber der Politik darstellen müssen. Also welche Einflüsse sind eigentlich da? Das führt dann zu ökologisch nachhaltig gebauten Gebäuden, das führt dazu, dass Waldflächen erhalten bleiben und dass der Fuß- und Radverkehr sicherlich bevorzugt wird. Im sozialen Bereich geht es mir in erster Linie darum, dass alle Menschen in Dormagen einen angemessenen Wohnraum finden, den sie sich auch leisten können. Und dafür brauchen wir städtische Wohnungen. Darüber hinaus müssen wir uns ganz dringend um die Digitalisierung der Schulen kümmern und auch um unsere Schulgebäude. Wir brauchen dringend einen guten Plan, wie wir es endlich schaffen, diese zu sanieren. Im wirtschaftlichen Bereich, klar, wir brauchen Einnahmen für den Haushalt, wir brauchen einen strukturell ausgeglichenen Haushalt. Dazu sollten wir unsere Gewerbeflächen reaktivieren und dafür sorgen, dass insbesondere die Dienstleistungsbranche sich in Dormagen mehr ansiedelt. Die ist im Moment noch etwas zurück, da geht ganz sicher etwas mehr. Für langfristige Einnahmen sind wir sehr dafür, dass wir unsere Grundstücke nicht mehr verkaufen, sondern dass wir sie in Erbpacht vergeben. Wenn wir das schaffen, werden wir nicht in 5 Jahren den strukturell ausgeglichenen Haushalt haben, aber vielleicht in 50.